Ein bisschen schepp, oder? Ist das schief? Das Bild? Nee, eigentlich nicht. Nee, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute habe ich einen Gast dabei und zwar der Marlon, der sich wirklich sehr, sehr gut mit dem Thema Gesundheit und Ernährung auskennt und vor allen Dingen auch ein wenig mit, wie man Nahrungsmittel fermentiert. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich unbedingt mal ein Video dazu machen wollte. Und ja, des Weiteren, Marlon hat auch einen Kanal, ich werde den gerne mal verlinken, könnt ihr euch mal anschauen. Klar, zum Thema Rohkosternährung und was Spiritualität. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kanal. Ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut, wirklich sehr, sehr gut. Und ja, des Weiteren wollen wir euch erstmal heute erzählen, was sind eigentlich so die, ich sag mal, immensen Vorteile von fermentierten Nahrungsmitteln. Ich bin ja mittlerweile ein riesen Fan davon. Und muss sagen, ich habe schon fast täglich fermentierte Nahrungsmittel, esse ich, weil die mir einfach unheimlich gut tun. Und vielleicht willst du mal einfach was dazu erzählen. Gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, klar. Ich freue mich natürlich, wenn ich euch einen Mehrwert bieten kann mit meinem Wissen. Ja, also früher war das ja für mich immer so Oma-Zeug, ja. Ne? So. Ja, genau. Das ist halt Oma-Nahrungsmittel. Das ist halt wirklich sehr, sehr urig, sage ich mal. So, ja. Also Sauerkraut jetzt auch, weil gerade die Jahreszeit ja jetzt kühl wird. Mhm. Sauerkraut hat, also generell die Fermentation hat sehr, sehr viele Vorteile. Vor allem, dass wir die Sachen ja länger haltbar machen dadurch alleine. Ja. Und wir machen aus einem guten Lebensmittel noch ein besseres. Also wir machen aus genau. Superfoods. Eine Superfood, ja. genau. Ja. Und ein bisschen zu mir vielleicht, wieso ich mich damit so viel befasst habe und wieso ich glaube, dass das nicht nur für mich, sondern auch für generell gerade das einer der wichtigsten Gesundheitsthemen überhaupt ist in Bezug auf Ernährung, ist, weil wir ja mittlerweile in einer Zeit leben, das wisst ihr wahrscheinlich alle schon so ein bisschen, wir so viele Giftstoffe in der Umwelt haben wie noch nie zuvor. Also vor allem jetzt beim Thema Glyphosat, Umweltgifte, Schwermetalle, Pestizide, also so eine Menge Sachen, die dann wieder unsere Darmflora schwächen, wo ja das Immunsystem sitzt. Und wenn wir das Immunsystem schwächen und wieder dann irgendwelche Entzündungen haben im Körper, dann wieder mehr Antibiotika, dann ist man im Teufelskreis. Und das ist quasi eine Möglichkeit, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen und über die Nahrung das zu machen. Es gibt natürlich die Möglichkeit noch Probiotika, darüber werde ich nochmal am Ende eingehen, was die Vor- und Nachteile sind. Aber wir machen jetzt erstmal was zu Fermentation und da sind unglaublich viele Vorteile. Allein beim Sauerkraut kann ich euch ein paar Informationen sagen. Ja? Zum Beispiel Vitamin C steigt enorm an im Sauerkraut, B-Vitamine steigen enorm an, Mineralien, Kalzium, Eisen, Potassium, Phosphor, Polyphenole, alles fängt an richtig zu... Also es wird praktisch wirklich genau. So eine richtige, also noch lebendiger als es sowieso schon. Genau, es wird zu einer Superfood-Bombe. Genau. Und Enzyme vor allen Dingen. Genau, Enzyme, die dann auch wieder bei der Verdauung helfen. Ja. Und also man kommt aus diesem Negativkreislauf raus und regeneriert sein Mikrobiom, was ja wie gesagt gerade erst seit ein paar Jahren in der Medizin überhaupt richtig erforscht wird, was eine Auswirkung das auch auf unsere Gedanken hat. Auch auf unsere Gedanken. Ja, klar, Gehirn und Darm ist genau, super krass miteinander. Genau, connected, genau, ne? genau. Und genau. Das hat riesen weitreichende Implikationen. Ja, also. Ja, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Ahnung davon, habe ja auch Studien dazu auch schon mal rausgekramt bei einem Video, was ich mal oben verlinken werde, wo ich auch ein Video zum Thema Superfoods gemacht habe. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, wenn ich fermentierte Nahrungsmittel esse, dann ist einfach meine Verdauung, habe ich das Gefühl, viel, viel angenehmer. Dass, wenn wir fermentierte Nahrungsmittel zu uns nehmen, dass das ja quasi dann die guten Darmbakterien vermehrt und das wollen wir auch und so quasi auch entgiftet, unser Darm dann halt wieder ins Gleichgewicht kommt. Auch wichtig zum Beispiel, fermentierte Nahrungsmittel sind zum Beispiel auch, um die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber jetzt nochmal ganz speziell zum Thema Hautprobleme und Akne, gerade für Menschen, die damit Probleme haben, ist es so, dass natürlich die Haut ist ja das größte Ausscheidungsorgan und auch das letzte Ausscheidungsorgan, über das unser Körper versucht, Gifte zu eliminieren bzw. rauszuschaffen. Und dadurch, dass natürlich unsere Darmflora wieder in ein Gleichgewicht kommt, profitieren natürlich gerade Menschen, die irgendwie Hautprobleme haben, unheimlich von fermentierten
Nahrungsmitteln. Und auch Menschen, die vielleicht irgendwie Probleme haben, generell einfach mit der Verdauung. Ich meine, ich habe ja auch eine Historie von, ich sag mal, ganz früher vor 14, 15 Jahren mit Essstörungen und habe natürlich auch mein Gleichgewicht ziemlich durcheinander gebracht. Und mir haben wirklich fermentierte Nahrungsmittel auch sehr, sehr gut dabei geholfen, ja, wieder ins Gleichgewicht zu kommen mit meiner Verdauung, mit meinem, ja, mit meinem Darm. Mal kurz ein bisschen was zu mir, dass ich früher ein Pharma-Medikament bekommen habe, was meine Hirnchemie durcheinander gebracht hat, also ganz, ganz heftig. Und da hat sich bei mir Bruxismus entwickelt, also muskuläre Probleme, nervliche Probleme. Wow, dann habe ich, dann bin ich von Arzt zu Arzt, habe eine riesen Odyssee hinter mir, dachte, ich werde nie wieder gesund werden. Und dann bin ich irgendwann nach Jahren, habe ich mich mit Bewusstsein und mit Ernährung und diesen ganzen Themen zeitgleich beschäftigt. Ja. Und dann kam immer mehr Umstellung. Ja. Und solche Sachen gelernt von so tollen YouTubern wie dir und Mr. Raw und Patrick Strohbach und Rubigan, welche es da alle gibt. Nochmal hiermit noch einen riesen Dank an diese Kanäle, wollte ich auch nochmal sagen, weil das hat wirklich sehr, sehr viel bei mir bewirkt und dann dadurch hat sich erst ein riesen Wandel bei mir vollzogen. Ja. Und ich merke... Der Nachbar bohrt wieder. Ja. Wir müssen mal einen kurzen Moment halten. Der Aufbau der Darmflora über probiotische Lebensmittel ist auf jeden Fall zu empfehlen, wie wir gerade jetzt euch versuchen rüberzubringen. Nun, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man den Darm erstmal grundreinigt. Also, dass man eine Detox-Kur macht, dass man anfängt, mehr Bio-Lebensmittel, mehr rohköstliche Lebensmittel in seinen Ernährungsplan generell einzubauen. Und dann, wenn man eine Grundsanierung gemacht hat und dann erst den Aufbau, dann kann der Aufbau erst richtig geschehen, weil die Darmzotten müssen erst frei sein. Die sind ja alle voll mit Schleim in unserem Dickdarm. Der ist wie so ein verkrustetes Ofenrohr, sagt Arnold Ehret, falls euch das ein Begriff ist. Ist ganz schön heftig. Eines meiner ersten Bücher war das. Ja, die Schleimfreie Heilkost. Genau. Das ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Können wir auch nochmal verlinken, vielleicht unten nochmal einen Link. Ja, genau. Es geht ja generell darum, dass die guten Bakterien Konkurrenzvorteil bekommen. Also ich habe jetzt auch ein paar Informationen noch vom Dr. Probst mit reingenommen, den du ja auch kennst, ganz toller Arzt. Ja, durfte ich sogar mal persönlich kennenlernen. Ja, toll, der ist wirklich sehr, sehr energischer Mensch. Ja, ja. Der hat da auf jeden Fall eine Richtung begründet, die andere Menschen, andere YouTuber, andere Gesundheitsexperten jetzt übernehmen. Und er greift einfach nur altes Wissen auf, zum Beispiel die Geschichte mit dem Schwefel, das gab es ja schon früher bei den alten Römern, die haben sich ja alle schon mit diesen, bei Paracelsus damit schon beschäftigt. Und jetzt kommt dieses alte Wissen wieder, was die Omas bei uns so praktiziert haben. Und jetzt kommt es sozusagen zurück in die moderne Zeit und wir merken, wie wichtig es ist. Ja, und das finde ich echt toll, dass es so ist. Okay, auf jeden Fall wichtig, bleibt dran, weil wir zeigen euch jetzt gleich, wie man ganz einfach Sauerkraut herstellt. Genau, also zu der Zubereitung, die wir euch gleich zeigen. Ich kann ja die ersten Schritte schon mal verraten. Ganz, ganz wichtig ist, hygienisch zu arbeiten, weil es geht ja darum, dass sich die guten Bakterien bilden, dass du keine Bakterien auf der Hand hast, also dass man wirklich eine saubere Arbeitsfläche hat. Und wir zeigen euch gleich hier, was wir schon vorbereitet haben. Genau. Und dann geht's einfach direkt los und... Ja, okay, super. Fangen wir an, oder? Genau. Seht ihr schon, das ist ein Spitzkohl, Bio-Spitzkohl, ganz wichtig, denn auf dem Spitzkohl, da leben ja schon diese Bakterien drauf. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Bio ist, weil ihr wisst ja, was Pestizid und was Glyphosat ist. Es ist ja nichts anderes als Antibiotikum, was wiederum die Bakterien tötet. Also ganz wichtig, Bio, frisch, gut gewaschene Hände. Und dann könnt ihr das entweder mit einem Küchengerät, einem Gemüsezerhäcksler klein machen. Mhm. Wir haben ja jetzt natürlich Oldschool-Variante gewählt. Ja. Aber es geht auch so, dass ihr den einfach hier im Strunk halbiert oder nochmal viertelt und dann den Strunk rausschneidet. Und dann kann man den einfach ganz einfach mit einem Messer auch so klein hacken. Ja? Und dann haben wir natürlich noch was Schönes, was man noch reintun kann, Karotten. Für die Farbe. Für die Farbe. Und es ist auch ein bisschen süßlich, also die Milchsäurebakterien vermehren sich auch besser mit Zucker. Genau. Ja. Gut, super. Genau. Und dann ist noch optional, also es gibt ja ganz viele Arten zu fermentieren und wir machen jetzt eine Art russisches Sauerkraut. Das ist mit Karotten und ganz normalem Spitzkohl. Man kann aber auch noch
alle möglichen Sachen machen, wie Kimchi. Das würde dann in die Richtung gehen mit Chili, mit Knoblauch. Ja, Kimchi ist natürlich auch super lecker, muss man dazu sagen. Geht auch ein bisschen schneller als Sauerkraut. Sauerkraut fermentiert ein bisschen länger. Und man kann da halt auch noch für den Geschmack ein bisschen Apfel mit rein tun. Also zwischen die Scheiben, wir zeigen es euch gleich. Cool. Wie ja, ich hab das in Russland gesehen, dass die auch Äpfel fermentieren, also Obst, die fermentieren wirklich alles. Nein, kannst du in so Scheibchen schneiden. Ja, okay. Gut, ist richtig. Hier, man nimmt die äußeren Blätter vom Kohl ab. Ja, weil die wollen wir nicht klein mitmachen, also die nehmen wir ab. Muss man eher vorsichtig machen. Das war jetzt nicht so optimal. Der arme Kohl. Ja, also jetzt ist es wichtig, dass der Kohl genug Salz bekommt. Das Salz entzieht gleich dem Kohl auch das zelleigene Pflanzenwasser. Ja. Sauerkraut gut, wie hast du gesagt, vermischt oder wie nennt man das? Durchgeknetet. Durchgeknetet werden. Bis das Zellwasser daraus austritt und es in so einer Lache schwimmt quasi. Oh, aus Salz. Ja. So, jetzt schafft die Julia wenigstens mal was. Ja, genau. Direkt findet sich schon unten Wasser. Also ich merke das direkt schon an meinen Händen. Ja. Das ist ein bisschen Knetarbeit. Es ist wichtig, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Salz zu nehmen. Also man sagt so circa einen gehäuften Teelöffel auf ein Kilo Pflanzenmaterial. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das ist. Ja. Aber wenn man ein bisschen mehr nimmt, dann das Salz hilft ja auch, das Zellwasser aus der Pflanze rauszuziehen. Dann genau, muss man es nicht tot. Ich finde, Kümmel ist eine ganz gute Alternative zu, sag ich mal, Wacholderbeeren oder Nelken, was man sonst nehmen kann. Weil das super. Mag ich auch nicht so, weil Nelken und sonst was. Ja, das ist dann wirklich, das ist, also manche Leute mögen es überhaupt nicht. Ich mag es. Es hilft super krass bei der Verdauung. Kümmel? Ja. Nee, Kümmel finde ich total cool. Also Kümmel ist echt super. Das merke ich auch mal, dass das bei der Verdauung ist. Ja. Dann machen wir einfach mal so einen Teelöffel da rein. Moment. So. Und das vermengen wir dann schön unter. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr es wollt. Also ihr könnt da jetzt auch, ich sag mal, Chili oder Knoblauch reinmachen. Oder andere Sachen. Wir können den Kümmel auch rauslassen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also das ist wirklich experimentelle Küche. Ui. Nicht so viele Karotten, ist aber okay. Das könnt ihr, wie gesagt, selber variieren, was ihr da wollt. Und dann vermischen wir das alles immer schön. Wie gesagt, die Karotten und der Apfel als Element dient nochmal den Milchsäurebakterien, dass sie sich besser vermehren, denn die ernähren sich ja auch von Zucker, ja, von Fruchtzucker in diesem Fall oder Gemüsezucker. Aber auch mit einem Holzstößel, damit da kein Sauerstoff im Stößel entsteht. Sehr gut. Kamera läuft, vom Angel Juicer, genau. Super. Und dann zeigen wir euch jetzt hier mal, das ist für mich die optimale Weise, das Sauerkraut jetzt, sag ich mal, haltbar zu machen. Und auch die Gläser kann man dann einfach bis oben befüllen mit dem, was wir jetzt fertig gemacht haben. Mhm. Und ganz wichtig, dass man jetzt hier mit ihrem tollen Stößel vom Angel Juicer dann nochmal die ganzen Luftbläschen rausholt, dass halt wirklich die Masse unter Wasser steht, unter dem Salzwasser. Und dann decken wir das nochmal, deshalb haben wir die Blätter am Anfang rausgeholt, decken das nochmal schön mit den Blättern ab. Ja? Also, ja, Omas gutes altes Marmeladenglas, immer zu Hilfe. Genau, dann hier, einmal deins. So. Jetzt zeige ich euch mal. Ich werde jetzt wieder. Richtig cool. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Das ist jetzt ohne Karotten, aber auch sehr, sehr lecker schon. Der war wirklich lecker. Genau, unter dem Video für die Leute, die direkt das Equipment kaufen wollen, ein paar Sachen verlinken. Mhm. Und zwar so ein Stößel, ein Keramikgärtopf, ein Gemüsezerhäcksler. Also die kann man alle optional benutzen. Man kann es oldschool machen wie wir oder man kann es halt auch professionell machen. Okay, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen oder unser Video beziehungsweise. Mhm. Und wenn ihr natürlich an irgendwelchen Lieblingsprodukten von mir interessiert seid, könnt ihr gerne in die Infos schauen. Mhm. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall sehr bald wieder.
in meinem nächsten Video. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für die tolle Inspiration heute. Ja, hat mir echt Spaß gemacht. Schön, dass wir es mal geschafft haben. Und wie gesagt, Leute, ihr könnt auch meinen Kanal gerne auschecken. Ich werde auch bald eine eigene Website, einen Online-Shop eröffnen, wo es um Fermentation auch geht. Ja, und du bist der Mann dafür auf jeden Fall. Okay, dann bis bald. Ciao. Tschüss. Kurze Anmerkung zum Schluss, ihr Lieben. Und zwar sind fermentierte Lebensmittel besser in der Hinsicht, dass sie sich besser in der Darmflora einlagern, die probiotischen Bakterien, da dort noch Faserstoffe auch enthalten sind. Also es ist immer im ganzen Lebensmittel besser, als nur eine probiotische Kapsel zu sich zu nehmen, da dort auch die Antigene fehlen von den Bakterien, dass sie nicht vom Körper so gut aufgenommen und eingelagert werden, dass die quasi dann permanent eingenommen werden müssen. Und das Fermentieren ist zwar etwas mehr Arbeit, aber eine deutlich effektivere Variante, auch für die Einlagerung der guten Bakterien. Also die Arbeit lohnt sich.